Herzlich willkommen zum Making of From Dusk Till Dawn. Ich bin Mascha Müller und ich erzähle euch ein bisschen was über die Entstehung des Musikvideos. Und zwar, ich habe vor, vielleicht erst zum Lied selbst, ich habe vor einigen Jahren Olli Dittrich kennengelernt, der mich dann über ein Jahr hinweg musikalisch gecoacht hat, könnte man sagen. Ich habe wahnsinnig viele Lieder geschrieben, die er alle in der Luft zerrissen hat. Und habe trotzdem weitergearbeitet und mir seine Empfehlungen zu Herzen genommen. Und naja, gut, und dann hatte ich eine Begegnung mit einem sehr inspirierenden Menschen, der mich dann dazu gebracht hat, das Lied From Dusk Till Dawn in einer Nacht zu schreiben unter erschwerten Bedingungen damals noch, denn es ist einige Jahre her, ich hatte wenig Geld, ich hatte ein ganz kleines Mikro, ich hatte kein besonderes Sound-Equipment und habe dann eben alles so zusammen komponiert und gebastelt. Und aber ich denke auch, dass diese Tatsache diesem Lied diese besondere Atmosphäre verliehen haben. Ich habe nämlich das Lied auch nicht mehr weiter bearbeitet und es ist nach wie vor die Originalaufnahme aus dieser Nacht, in der ich es geschrieben habe. Genau, dann hat es aber weitere Jahre gedauert, bis es zu dieser Verwirklichung jetzt kam, dass wir es wirklich gedreht haben und dass ich mich, weiß ich nicht, dass ich das Gefühl hatte, ich habe jetzt alles zusammen, um es zu veröffentlichen. Ja, und dazu gehört eben eine wunderbare Ilana Werner, die man hier gerade im Bild sieht, eine unfassbare, wunderbare Schauspielerin und Künstlerin. Und ich bin so froh, dass ich sie für diesen Clip gewinnen konnte, denn als ich sie sah und traf und dann ein bisschen Zeit mit ihr verbracht hatte, wusste ich einfach, dass sie die Richtige dafür ist. Dann eben dicht gefolgt von Timo Karakus, den ich auch wunderbar finde. Vielen Dank an der Stelle, dass auch du mitgemacht hast bei allem. Und dann natürlich mein gesamtes Team, Ralf und Alex und alle drumherum eben, Alexandra, Marc, Anke, ich bin euch einfach so wahnsinnig dankbar dafür, dass ihr mit dabei wart und geholfen habt, dieses Lied auf diese Welt zu holen, mit diesen Bildern eben. Ja, ich habe dann anschließend, nachdem wir es dann gedreht hatten, letztes Jahr im Sommer und auch im Oktober, auch da nochmal ein unglaubliches Dankeschön und meinen tiefsten Respekt an Ilana Werner, die im kältesten Oktoberregentag einen ganzen Tag da durch den Wald gerannt ist für mich. Weiß gar nicht, wie ich mich dafür bedanken soll. Das war legendär. Auf jeden Fall. Danach habe ich mich hingesetzt und habe die ganzen Effekte dafür gemacht. Denn ich wollte eine besondere Welt erschaffen in diesem Videoclip. Und ich bin ganz froh, dass ich das alles alleine machen konnte und alleine daran herumgetüftelt habe und somit irgendwie es halt eben genauso aussieht, wie ich es haben will. Und ja, manchmal braucht es eben, bis man alles hat. Ich danke euch allen. Von Herzen.